Das Leontief-Modell. Ignorieren Sie mal bitte ganz kurz dieses, was da auf der Tafel steht. Also, zum einen, es heißt eben nicht Leontief, sondern es heißt Leontief, weil der Begründer davon, das war ein Russe, also Leontief. Und was macht das ganze Modell? Es geht um Folgendes. Sie haben im Normalfall drei Unternehmen und die sind miteinander verflochten. Das heißt, das erste Unternehmen liefert Produkte an das zweite und dritte und das zweite wiederum liefert Produkte an das erste und dritte und verbraucht auch noch selber was. Also irgendwie jedes Unternehmen gibt jedem anderen Unternehmen irgendetwas. Und nachher ist die Frage natürlich, wie viel verbrauchen die untereinander und wie viel können sie tatsächlich an den Markt verkaufen. Weil logischerweise das, was sie selber verbrauchen, davon können sie nicht leben. Sie können nur von dem leben, was sie tatsächlich verkaufen. Und diese ganze Zusammenhang wird durch eine Matrix angegeben. Die Matrix heißt im Normalfall Input-Matrix oder auch Technologie-Matrix. Jetzt kommen wir zu dem, was da steht. Im Wesentlichen geht es also um Folgendes. Sie haben normalerweise eine Tabelle gegeben. In diese Tabelle kann man nehmen, wie viel Mengeneinheiten jedes Unternehmen an dieses Schwesterunternehmen ausliefert. Wie man von der Tabelle auf die Input-Matrix kommt, das ist recht stupide, das machen wir im nächsten Unterkapitel. Und dann ist eigentlich jetzt nur noch interessant, wie kommt man von dieser Matrix auf einen Zusammenhang zwischen Gesamtproduktion, also das, was die Unternehmen produzieren müssen, und das, was sie verkaufen können. Das heißt, sie haben eigentlich im ganzen Leontief-Modell eine einzige Formel. Nämlich E-A, also Einheitsmatrix, das ist die, die in der Diagonale Einsen hat und ansonsten nur Nullen. Einheitsmatrix minus die Inputmatrix. Das Ganze multipliziere ich mit der Gesamtproduktion. Und das Ergebnis ist wiederum ein Vektor, nämlich die Marktabgabe. Das heißt, ich erhalte im Vektor, was verkauft das erste Unternehmen, was verkauft das zweite, was verkauft das dritte Unternehmen an den Markt. Man kann die Formel umdrehen. Das heißt, wenn ich nicht nach y auflöse, so wie hier, sondern nach x auflöse, dann habe ich halt e minus a hoch minus 1. Wo das herkommt, erzähle ich an der Stelle nicht. Einfach Matrizengleichung. Und dann gibt es noch ein paar kleine andere Formeln, so mit Kosten und innerer Verbrauch und sowas. Aber die Formeln schreibe ich hier nicht auf, weil die braucht man selten. Wir machen es entweder im Film oder im PDF-Dokument, was Sie downloaden können, stehen sie auch nochmal drin. Also, nochmal zusammengefasst. Es geht um Folgendes. Ich habe drei Unternehmen, die sind miteinander verflochten. Oder Unternehmenszweige, besser gesagt. Und jede gibt irgendwelche Waren, die sie produziert, an alle anderen. Interessant ist aber natürlich, was müssen sie insgesamt produzieren, weil das bestimmte Kosten. Und was können sie an den Markt verkaufen, weil das bestimmt ihre Einnahmen. Und der Zusammenhang zwischen der Produktion und dem Markt wird durch diese Formel angegeben, Einheitsmatrix minus Inputmatrix. Eben wenn ich das mit der Produktion multipliziere, erhalte ich meine Marktabgabe. Und die Input-Matrix, da erhalte ich immer nach dem gleichen Schema aus dieser Input-Output-Tabelle. Und genau dieses machen wir im nächsten Unterfilm.